Aktuelle Stunde wird auf den Seiten des Tiroler Landtages wie im Internet als Videokonserve abrufbar sein. Ich eröffne die Debatte. Ich freue mich, dass Sie trotz unüberhörbaren Murrens doch alle hierher gefunden haben, auch wenn Sie wie manche der Ansicht sind, dass es überhaupt keine Jugendarbeitslosigkeit in Tirol gibt. Und zwar deshalb, weil das heute auch die Stunde der Wahrheit ist, wie stehen die Parteien in Tirol zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Die Einberufung eines Sonderlandtags zur Jugendarbeitslosigkeit ist ja keine Laune von mir, sondern ich bin davon überzeugt, dass es gut in der Tradition ist, in schwierigen Situationen zusammenzukommen und gemeinsam zu beraten, was zu tun ist. Und wir sind mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Nur wenige in diesem Haus werden sich daran erinnern können, so eine schwierige Situation gehabt zu haben. Expertinnen und Experten sagen uns, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr so hoch steigen wird wie zuletzt im Jahr 1953. Wir können die Dimension der Wirtschaftskrise erahnen und wir sehen einfach, wie immer mehr Menschen auch in den Sog der Krise geraten, auch in Tirol. Laut WIFO wird das Bruttoinlandsprodukt um 3,4% sinken und die Exporte werden um 15% einbrechen. Und wir wissen genau, was das für Tirol heißt. Wir wissen das und Sie in der Regierung wissen das auch. 4.000 Jugendliche in Tirol sind ohne Arbeit, um 1.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl ist dramatisch, meine Damen und Herren. 1.000 junge Menschen mehr ohne berufliche Perspektive, 1.000 junge Menschen mehr mit Frustrationserlebnissen, 1.000 junge Menschen mehr ohne Einkommen, 1.000 junge Menschen, die nicht wissen, was mit ihnen passieren soll. Das sind 4.000 einzelne junge Menschen, Menschen wie wir alle Menschen mit Hoffnungen, die jetzt enttäuscht sind. Und bei diesen 4.000 wird es nicht bleiben. Wir werden bald 5.000 Jugendliche in Tirol ohne Arbeit haben und vielleicht noch mehr. Die Zahl der offenen Lehrstellen sinkt, die Zahl der Lehrstellensuchenden steigt. Tausende in Tirol sind in Kurzarbeit, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter werden abgebaut und häufig geht der Stellenabbau schon bis tief in die Kernbelegschaften. Das wissen Sie alle selber aber ganz genau. Viele Menschen sind betroffen, die die Krise nicht verschuldet haben. Ich bestreite an dieser Stelle nicht, dass Sie erste Maßnahmen gesetzt haben. Ja, Sie haben erste Maßnahmen gesetzt, aber wir sehen heute auch, dass Ihre Initiativen nicht ausreichen. Wenn Ihre Initiativen ausreichen würden, dann würden die Arbeitslosenzahlen nicht immer weiter steigen und steigen. Die Wirtschaftskrise zeigt ihre Auswirkungen und die Arbeitslosen sind die Ersten, die die Krise bezahlen müssen. Und sie zahlen einen hohen Preis. Einen hohen Preis, den wir uns da herinnen mit unseren guten Politikergehältern vielleicht nur schwer vorstellen können, was das auch wirklich heißt. Und unter diesen Menschen, die als Erste für die Krise bezahlen müssen, sind besonders viele Jugendliche. Das ist eine traurige Tatsache und ich lasse da keine Ausreden zu, dass in anderen Regionen die Jugendarbeitslosigkeit vielleicht noch höher ist. Das hilft nämlich keinem einzigen jugendlichen Arbeitslosen in Tirol und darum geht es eigentlich heute, diesen jugendlichen Arbeitslosen zu helfen. In dieser dramatischen Situation erwarten sich die Menschen eine verantwortliche Politik. Junge Menschen haben ein Recht auf eine Politik, die sie nicht im Stich lässt. Eine Politik, die ihnen nicht erklärt, dass man nichts machen kann oder dass man nichts machen will. Eine verantwortliche Politik lässt Jugendliche nicht allein. Herr Landeshauptmann, werte Regierungsmitglieder, im Namen der arbeitslosen Jugendlichen in Tirol verlange ich von Ihnen eine verantwortliche Politik gegen Jugendarbeitslosigkeit in diesem Land. Eine verantwortliche Politik, das zu tun, was möglich ist. Und vieles ist möglich. Das ist nicht billig und das ist nicht einfach. Aber die Menschen haben ein Recht darauf, dass die Politik auch darüber entscheidet, wer die Kosten dieser Krise trägt. Und junge Leute tragen sie mit Sicherheit zu Unrecht. Eine verantwortliche Politik verspielt keine Chancen, wenn es um Arbeitsplätze in ökologischen und in sozialen Zukunftsbranchen geht. Eine verantwortliche Politik schaut nicht einfach zu, sondern tut, was möglich ist. 1.000 neue Arbeitsplätze in Tirol können heute hier beschlossen werden. Wenn Sie die Diskussion zulassen, können wir Ihnen erklären, wie 1.000 neue Arbeitsplätze in Tirol geschaffen werden können. Meine Damen und Herren, wir müssen das Mögliche tun. Jetzt. Ich frage mich nämlich schon, wann, Kollege Wolf, ich frage mich schon, wann, wenn nicht jetzt, schafft eine verantwortliche Politik Arbeitsplätze für junge Menschen. Wollen Sie noch weiter zuschauen, wie immer mehr Jugendliche ohne Perspektive dastehen? Tirol zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Land für alle Generationen ist. Das heißt so in der Kooperationsvereinbarung der Regierungskoalition. Und ich frage mich, wenn es da heißt, Tirol zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Land für alle Generationen ist, frage ich mich, gehören Jugendliche da eigentlich nicht dazu?
Und weiter heißt es in der Koalitionsvereinbarung übrigens, wenn ich zitieren darf, für die Koalitionspartner ist das Anstreben der Vollbeschäftigung ein vorrangiges Ziel des politischen Handelns, wobei die Jugendlichen und die Frauen besonders zu berücksichtigen sind. Und jetzt frage ich Sie, wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, dieses Versprechen auch einzulösen? Ein vorrangiges Ziel ist die Beschäftigung für Jugendliche in Ihrer Koalitionsvereinbarung. Und wenn dieses Ziel vorrangig ist, dann heißt es, dass andere Ziele nachrangig sein müssen. Und da gibt es in Ihrer Politik, Herr Landeshauptmann, ganz offensichtlich eine Schieflage. Wir wollen Ihnen heute eine Reihe von Vorschlägen machen, wie eine verantwortliche Politik in Tirol aussehen kann. Wir machen Ihnen einen Vorschlag, wie man 250 Lehrlinge in der Landesverwaltung unterbringen kann. Wir beschreiben Ihnen einen Plan, wie das Land dazu beitragen kann, dass 500 junge Tirolerinnen und Tiroler in den Tiroler Gemeinden Arbeitsplätze in ökologischen und sozialen Bereichen finden können. Wir legen Ihnen dar, wie durch Schulsanierungen Handwerksbetriebe vor Ort Aufträge bekommen können. Wir unterbreiten Ihnen ein Konzept zur Betreuung von Lehrstellensuchenden, ein Modell, wie Tiroler Betriebe mehr Lehrstellen dadurch schaffen können, dass wir die überbetriebliche Ausbildung in Tirol intensivieren. Wir wollen untersuchen, was die bisherigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gebracht haben und welche noch möglich sind, wenn sich die Situation weiter verschlechtert. 1000 Arbeitsplätze sind mit diesen Maßnahmen sofort möglich und mittelfristig noch mehr. Wir machen Ihnen Vorschläge, Kollege Gasteiger, wir machen Ihnen Vorschläge für eine verantwortliche Politik. Aber wann, wenn nicht heute, wollen Sie die Diskussion darüber? Sie müssen die Diskussion zulassen, um festzustellen, welche Maßnahmen für die Tiroler Jugend wirklich gut sind. Gemeinsam finden wir die beste Lösung, aber dafür dürfen Sie die Diskussion nicht verweigern. Wenn Sie hier und heute die Diskussion über Maßnahmen im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit verweigern, dann werde ich keine Minute zögern. Werde ich keine Minute zögern, Ihre Politik verantwortungslos gegenüber den Tiroler Jugendlichen zu nennen. Und eine verantwortungslose Politik hat nicht mein Vertrauen. Eine unverantwortliche Politik hat aber auch nicht das Vertrauen der Menschen in diesem Land. Wie sollen wir junge Menschen für Politik begeistern, wenn nicht dadurch, dass wir tun, was möglich ist? Dafür zu sorgen, dass sich die Menschen nicht von der Politik abwenden, sondern gemeinsam mit ihnen über die besten Lösungen zu diskutieren. Dafür sind wir daherinnen schon selber verantwortlich. Und das heißt auch, heute darüber, zu jedem Antrag darüber zu diskutieren, wie wir am besten gegen Arbeitslosigkeit in Tirol kämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam tun, was möglich ist. Danke. Applaus